Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Talent Shift. Wir befinden uns in Woche 67 und mit dabei ist wieder der Max. Hallihallo. Hallöchen. Diese Woche ein schöner Magierbild. Wieder ohne Set, beziehungsweise nur wieder Klagen der Herrscher und Litanei der Unverdrossenen. Aber dennoch ein ganz lustiger Bild, und zwar handelt sich alles heute um den Desintegrationsstrahl. Und auch nur diesen braucht ihr drücken. Also ihr braucht nichts anderes machen, außer okay, Taste 1 und 2 drücken für Sturmrüstung und magische Waffe. Aber durch eure Waffe, die ihr aktiv in der Hand haltet, macht ihr mehr Schaden. Durch eure Schildhand, ja, macht ihr auch mehr Schaden und es werden eure Arkanverbraucher, das heißt Energiewirbel und Dings wird alles ausgenutzt. Und zwar von Desintegrationsstrahl, das heißt ihr braucht es nur wirken. So wie Max es gerade vormacht, genau. Also ihr braucht es echt nur wirken und alles tickt. Ihr seht schon, da kommt Meteor, da kommt der Feuerregen runter. Und ihr könnt ab und zu mal den Energiewirbel drücken, um einfach die Mobs zusammenzupullen. Ist ganz sinnvoll, wenn ihr eine größere Trash-Gruppe habt. Einfach zusammenpacken. Danke, Max. War ich nicht, das warst du. Nein. Doch. Also, da zusammenzupacken die Mobs und dann passt das, prima. Des Weiteren habt ihr auf dem Kopf und auf dem Gürtel reduzierte Ressourcenkosten. Ihr macht mehr Feuerdamage für eure Hände. Und eure Brust sorgt dafür, dass ihr weniger Schaden nehmt. Das alles in Kombination macht euch fast, ich betone fast unsterblich, und macht euch zu einem mördermäßigen Damage. Ihr habt natürlich noch mehr Damage vom Schmelzofen, Energiewirbel verursacht mit 300 mehr Schaden, ne? In Abständen zählt es zusammen, das habe ich eben gesagt. Ja, das war es im Grunde. Also wie gesagt, wir hauen rein, drücken Desintegrationsstrahl und erfreuen uns, dass alles stirbt. So in etwa. Also, nicht lang schnacken, ne? Kopf in den Nacken. So, los geht's. Also 1, 2 drücken und dann schon gleich loslegen. Hier ist die erste Gruppe. Auch diese Woche teilen wir uns nicht großartig auf. Wir haben eben ja schon mal geguckt in Rift rein. Es macht keinen Sinn, sich großartig diesmal aufzuteilen. Aber was mir sowohl Max als auch mir aufgefallen ist, was hier so ein bisschen fehlt, ist die Mobility. Das hieße quasi Teleport und sowas. Fehlt einfach ein bisschen in dem Bild. Aber können wir machen, nix. Hat Blizzard so ausgewählt. Kriegen wir auch so hin. Ja, ich bin halt zwar langweilig. Zwei gelbe, schrägstrich blaue Gruppen. Genau. Weiter geht's. Geht's auf Ebene 2. Hier gleich was zusammenziehen. Den Schild mitnehmen. Und dann gleich weitermachen. Nebenbei, dem Bild, den ihr eben gesehen habt, hier, den wir derzeit angelegt haben, könntet ihr nachbauen, wenn ihr wollt. Also, ich denke mal, allein Waffe und Schildhand sorgen dafür, dass ihr T10 auf Stufe 45 schafft, also T10 Rift ohne Set-Item schafft. Müsst natürlich Litanei und Unverdrossenen ausziehen. Aber nichtsdestotrotz soll das locker damit machbar sein, glaube ich, weil Damage ist mehr als genug vorhanden. Und ihr braucht auch nicht viel Arkanmacht dafür. Nö, praktisch gar keine. Praktisch gar keine. Ich habe es nämlich gestern Abend mit dem Jäger gemacht, mit dem Multishot-Bild und das ging auch prima. Es gibt eigentlich immer nur so ein, zwei Items, die ihr wirklich braucht, vielleicht drei oder vier maximal. Den Rest könnt ihr mit irgendwelchen Random Legendaries auffüllen und dann seid ihr gut dabei. So, wie ihr seht, wir hauen hier einfach nur den Strahl rein und das war's quasi wirklich. Sind also jetzt von hier unten nach oben gelaufen, nach unten hinweg, nach der ersten Abzweigung gibt es echt nichts, ja, also wirklich gar nichts. Oh, rauslaufen. Da rentiert es sich gar nicht, die zwei, drei Mobs mitzunehmen, das heißt, wir laufen nach oben und weiter nach oben und laufen gleich wieder runter. Nehmen hier oben gleich noch den Speed-Pylon mit, den wird der Max holen, ich laufe schon mal ein Stückchen weiter. Oh, ich mache erst den Mobs hier tot. Da, alles töten. Mal ein bisschen zurückschießen. So, ab geht's auf die letzte Ebene oder auf die dritte Ebene. Die Kanalisation wieder sehr eintönig gestaltet von Blizzard diese Woche. So, hier unten war irgendwo noch ein gelber Mob, sagte der Max vorhin. Da oder nächste Abzweigung. Hier war er. Da ist er, dann holen wir den noch. Na, nächste. Ich habe drei Abzweigungen.
Auf Höhe von dem kanalisierten Pylon war der. Okay, hier ist einer. Das kann er auch gewesen sein. Nee, das war er nicht. Der ist auf alle Fälle tot jetzt. Hier ist er. Dann nimm den mit, ich gehe nach hier oben. Tön das hier alles. Nimm den Kanalisierungspylon mit. So, dann ist der Schlechter bei mir. Laufen. Verdammt, der hat eine Mauer hingestellt, ich treffe ihn nicht mehr. Oh, du Trottel, Max, Mensch. Positionier dich doch besser beim nächsten Mal, Mensch. Ja, damit sind wir bei einer Zeit von 3 Minuten 37, quasi fast 38. Damit liegen wir vorerst auf Platz 11. Ja, oh. Ist ganz okay. Geht aber besser, wenn der Max nicht die Mauer treffen würde. Ja. Somit soweit zum Guide. Hoffe, es hat gefallen. Ansonsten lasst Abo, Daumen und Feedback da. Oder was ihr sonst noch sehen wollt von Diablo. Was Wissenswertes, irgendwelche Builds, irgendwelche Klassen, irgendwelche Guides. Schreibt das unten in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Unsere Zeit nach 2 weiteren Versuchen liegt bei 3:13:199 und damit sollten wir den Top 10 geknackt haben. Huhu, jawohl, wir sind Zweiter in Gruppenwertung. Respekt an die Ersten, die sind meistens Erster in die Gruppe, wie auch immer sie das schaffen. Mhm. Zumindest der Erste, ja. Ja, dieser Russ Undertaker ist sehr oft weit vorne. Respekt dafür für die Zeit nochmal, 20 Sekunden nochmal oben draufsetzen. Nicht schlecht. Aber okay, nichtsdestotrotz, wir sind Zweiter. Hoffe, euch hat der Guide gefallen und wenn nicht, schaltet gerne nächste Woche ein zur gewohnten Zeit. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.